Bist du der Meinung, Eltern sollten sich vielleicht auch verschulden, um sowas dann zu ermöglichen, wenn Umzug sonst nicht möglich wäre? Dann hätte ich dir zwei Optionen, würde ich dir bieten. Ja. Die erste Option wäre, sie werden verpflichtet, sich zu verschulden, damit, um das zu ermöglichen im Notfall. Oder sie werden verpflichtet, dass ein Elternteil dauerhaft mit in die Schule geht. Was würdest du sagen, sollte gemacht werden? Bei der einen Option sind die Eltern verschuldet, haben eventuell ihr Leben verkackt, wenn das Kind später ausgezogen ist. Bei der anderen Situation könnten die Eltern einer von beiden auch so einen gut bezahlten Job verlieren. Von den beiden Optionen, solange einem nicht noch eine dritte bessere einfällt, würde ich ganz klar die erste bevorzugen. Weil ich glaube, ein Elternteil, das mit in die Schule geht, wird dann nicht, also es wird natürlich unmittelbar in Gefahrensituationen eingreifen können. Ja. Aber die Schulzeit wird trotzdem eine Qual sein für das Kind. Ja. Entweder die anderen Schüler finden indirektere Wege, ihn irgendwie eins auszuwischen. Gerade heutzutage digitaler Raum, sonst was. Das ist ja sowieso. So, ne? Da bringt es auch nichts, wenn das Elternteil neben dir steht. Ja. So, und jetzt muss ich dann noch eine Frage draufsetzen und dann komme ich zur eigentlichen Diskussion. Okay.